Und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind immer noch auf Tatooine und gehen jetzt hier nochmal so ein paar Missionen an. Wir sollen ein paar Positionen scannen und dort Daten erfassen und ja, die Visionshülle natürlich auch noch betreten und. Wir haben ja einiges vor heute. Ja, schauen wir mal. Wir wollen natürlich auch versuchen, wieder einige der Bereiche hier auf der Karte aufzudecken. Am besten mal hier das Stück nach oben laufen, direkt weiter und können dann hier vielleicht mit Diebstahl mit Folgen erstmal weitermachen. So, kriegen wir den Bereich hier entdeckt? Jo. Ich weiß halt nicht hier, was mit dem Bereich noch ist. Diese Kästen, ob wir die noch aufdecken können. Müssen wir mal schauen. Holiday, hast du das gesehen? So, wieder einige Zwillingssonden eliminieren. Das ist sogar eine mehrteilige Bonusmission. Das heißt, die sollten wir ruhig mal zuerst hier draußen machen, bevor wir irgendwo reingehen. Ich glaube, die zählten nicht mehr mit rein. Dann gehen wir wieder ein bisschen weiter zur Basis hin hier. Da haben wir noch eine große Gruppe. Über den Abgrund hinweg. Na, komm du mal her. Kommst du uns gleich nicht in die Quere? Unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. So, einer noch. Nehmen wir doch den hier vorne. Der patrouilliert so schön. Schauen wir mal, was hier aktualisiert wird. Okay, sabotiere die Loren der Zwillingssonnen. Müssen wir mal schauen, wo wir welche finden. Dort hinten ganz. Ich weiß nicht, ob wir hier vorne schon rein sollten. Wir machen jetzt einfach erstmal die Bonusmission. Und wenn wir dann hier hinten nochmal irgendwo rein müssen danach, dann ist das halt so. Da in den Minenkomplex wollen wir rein.
hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. So, die erste Lore. Drei weitere fehlen noch. Und ich hoffe, dann geht es auch hier in der Höhle gleich weiter mit der Mission. Wunderbar. So, Teil 3 offenbart sich. Was sollen wir machen? Schalte den Raumjäger der Zwillingssonden aus. Okay, dann müssen wir hier wieder raus. Das war's in der Mine. Gegner sind auch noch nicht neu gespawnt. Zu unserem Glück. Dann kommen wir, glaube ich, heil wieder raus hier. So, der Raumjäger ist hier ganz hinten irgendwo in der Ecke. Richtig großer Komplex hier von den Zwillingssonnen. So, kommen wir darüber. Jo, hier. Nie mit dem Wissenschaftler. Perfekt. Da ist der Raumjäger. Und den sabotieren wir mal. Da müsste gleich wahrscheinlich noch ein Boss kommen. Besiege und durchsuche den Verfinsterer namens Gartrus. Wo haben wir ihn? Der ist hier unten irgendwo. Doch eine etwas längere Mission, hätte ich jetzt gar nicht erwartet am Anfang. Aber ja, finde ich schön. Könnte es sein, dass wir da hoch müssen? Ich glaube schon. Sieht nämlich ganz danach aus, wenn man dem Weg hier folgt. Kommen wir noch höher? Ja, wunderbar. Wollte gerade sagen. Da müssen wir nämlich nicht hin. Legt euch nicht mit uns an. Genau wie ich es programmiert hatte. Da ist er. Der Boss der Zwillingssonnen hier.
Und das war's mit ihm. Hier haben wir noch eine schöne Sicherheitstruhe. Die können wir auch nochmal plündern. Kriegen wir ein paar Handwerksmaterialien raus. Oh, hey. Was macht ihr denn hier? Okay, dann können wir endlich mal hier unten weitermachen. Mal schauen, dass wir da sauber runterkommen. Ja, reicht mir. Gehen wir mal von der Seite ran. Selbstschuld, wenn man sich mit uns anlegt. Okay, gut erhaltene Spielzeugdruiden hier in der Kiste. Offenbar sind das Reit Bannocks Liebste. Hier hätten wir das vielleicht vorher gewusst, dass es hier nur um Spielzeugdruiden geht. Dann hätten wir den Auftrag vielleicht gar nicht erst angenommen. Okay. Dann wollen wir hier mal schleunigst verschwinden. Ich teste hier gerade noch mal, ob wir vielleicht den Bereich da entdecken können. Sieht aber eher nicht so danach aus. Ja, okay. Man weiß ja nie. Da können wir unsere Bonusmission schon mal abgeben. Ihr seid zurück? Habt ihr sie gerettet? Sind meine Liebsten in Sicherheit? Ja, es ist alles gut. Hier sind sie. Ohne einen einzigen Kratzer. Danke. Ich danke euch so sehr. Wraith, du... Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Scherz, oder? Wraith! Danke. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid, dass ihr eure Zeit verschwenden musstet. Macht's gut. Und passt auf euch auf. Ja, danke, danke. Ja, okay, der war auch ein bisschen geschockt hier, der Kollege. Dass wir wegen ein paar Spielzeugdruiden uns da jetzt in Gefahr gebracht haben. Aber gut, so ist das. So, was haben wir denn hier noch? Sammle Scharfschützengewehre der Sandleute ein. Könnte es sein, dass wir die hier vielleicht schon ausschalten müssen? Wollen wir mal gucken. Schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Okay, anscheinend nicht. Dann müssen wir noch ein Stückchen weiter. Hier sind wir richtig. Mal sehen, ob wir die sammeln sollen oder ob wir Sandleute eliminieren müssen. Nehmen wir vielleicht mal hier die Gruppe auseinander. Zeit für ein bisschen Training. Da
haben wir zumindest schon mal die Bonusmission. Okay, laufen wir nochmal in die Richtung. Vielleicht müssen wir das auch oben machen. Wir sind ja jetzt gerade hier in der Schlucht. Vielleicht müssen wir auch nach oben. Das sehen wir dann. Okay, hier so ein Einzelner. Sonst kommt da keiner dazu. Selbst schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Ja, muss dann oben sein. Achso, das ist die Bonusmission übrigens für die Visionshöhle. Sehe ich jetzt erst. Okay, dann wollen wir die Visionshöhle hier nochmal betreten. Und hier können wir noch Daten erfassen, sehe ich gerade. Machen wir vielleicht auch schon mal mit. Geomesswerte. Dauert einen kleinen Augenblick. Okay, das waren die Daten aus der ersten Position. Sehr schön. Visionen im Sand. Ja, ich bin gespannt. Zeit für ein bisschen Training. Dann können wir hier nämlich mit der Bonusmission schon mal weitermachen. Wir erreichen Stufe 50, Leute. Nice. Zünde die drei Fackeln an. Jeder hat irgendeine Schwäche. Da haben wir sie. Und vielleicht kriegen wir ja auch eine Vision von dem allsehenden Auge. Okay. Jedi! Hat es funktioniert? Habt ihr Meister Eris Vision geteilt? Eris hatte keine Vision. Was Meister Eris gesehen hat, war bar jeglicher Mystik. Es war nur ein Höhlenbild der Sandleute. Höhlenmalerei? Meister Eris erwähnte niemals ein Höhlenbild an diesen Wänden. Was wurde dargestellt? Ich werde es euch beschreiben. Mal sehen, ob ich es erklären kann. Ich bin ganz Ohr. Die Sandleute sind das älteste Volk auf Tatooine. Spricht nicht gerade für ihren Fortschritt. Aber ich wette, von denen fängt sich keiner Sandfäule ein. Ich kann kaum glauben, dass Meister Eris etwas so Verrücktes tun würde, wie mit den Sandleuten zusammenzuarbeiten. Die Jawas kann man wenigstens zur Reparatur von Droiden einsetzen. Ich wünschte, es wäre nicht wahr. Er hat es selbst gesagt. Er sah die Vision an der Wand und wollte die ultimativen Krieger suchen. Wartet. Was sagtet ihr, wären die Symptome dieser Seuche? Illusion? Paranoia? Gewalt?
Eine Gruppe der Sandleute war in letzter Zeit besonders aggressiv. Normalerweise bleiben sie in der Nähe ihrer Lager. Ich will nicht sagen, dass Meister Eris die Schuld trägt, aber es könnte eine Untersuchung wert sein. Wie soll ich das anstellen? Und wo kann ich diese Sandleute finden? Es gibt eine Farmersiedlung draußen in Malcolms Dünen. Von dort wurde über eine Menge Aktivitäten der Sandleute berichtet. Ich treffe mich da draußen mit euch. Ich kenne einige der Leute und ich kann eure Nachforschungen unterstützen. Und eure Gesundheit? Ich dachte, ihr solltet nicht raus in die Wüste. Und wer sagt das? Ein Haufen Ärzte, die Anchor Head noch nie verlassen haben. Außerdem wird es mir gut tun. Ist mir egal, ob es mich umbringt. Ich will kein Invalide mehr sein. Okay. Gut, dann sind wir hier in der Höhle nämlich auch schon fertig und können wieder nach draußen. Und dann werden wir uns gleich nochmal nach den Scharfschützengewehren der Sandleute umschauen. Das müsste dann einfach oberhalb von uns vermutlich sein. Oberhalb der Schlucht. Denn hier sind wir eigentlich schon richtig in dem Ort. Gut Leute, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.